Also ja, hier unten waren wir auch schon lang gegangen, konnten aber nicht weiter, weil hier alles ja unter Wasser stand. Das hat sich ja jetzt auch geändert, zum Glück. Sie kommt endlich. Bleierner Schlüssel, würde ich sagen. Ja, sie an. Sie an, sie an. Eine Freundin rum, flankiert von einer bewaffneten Gruppe, genießt jedes Wort, ehe sie das nächste flüstert. Endlich. Wenn es in Trutzburg bleiben soll, sie lächelt ein fades und volles Lächeln, das unter ihr eingefallenes Kinn fällt. Aber ich bin froh, dass du nicht so klug warst. Ich freue mich auf diesen Moment, seit du dich uns in den Weg gestellt hast. Das ist sie, die andere. Eine Freundin der Gruppe deutet mit ihrer Akebuse auf Palegina. Haben wir nicht auch nach ihr gesucht? Ja, sie kneift die Augen zusammen und mustert Palegina, eine dunkelhäutige Frau mit Federn. Sonderlich viele von deiner Sorte kann es hier ja nicht geben, was? Sie lächelt mit einer seltsamen Herzlichkeit. Palegina stellt die Federn auf und ihre goldenen Irisen verengen sich, verschluckt von der Schwärze ihrer geweiteten Pupillen. Und warum solltet ihr nach mir suchen, Amika? Aus demselben Grund, warum ich nach ihr suche. Ihre Augen funkeln über ihren gelassenen Lächeln. Du sollst wissen, kleines Vögelchen, niemand will Lieder über Verschwörungen hören. Ihre Stimme wird tiefer bedrohlich. Das weckt in uns den Wunsch, dir den Schnabel zu stopfen. Irgendwelche letzten Worte nach all den Mühen, die du dir gemacht hast, wäre ein stilles Ende doch ein Jammer. Bringen wir es endlich hinter uns. Gut, es ist gut, endlich geschieht mal etwas. Ich kann ein wenig rechtschaffende Gewalt brauchen. Geh, bevor du noch zu Schaden kommst. Es wird niemals still enden, solange ich atme, Mörder. Schweigen. Geh, bevor du noch zu Schaden kommst. Du hast ein edles Herz. Die Frau benetzt sich die Lippen. Ich werde es mit Freude brennen sehen. Zeit ist zu beenden. Ah, Hivarias. Mach mal irgendwas. Oh ja, ein Feuerkörper von hier aus. Mann, Mann, Mann. Wo ist mein Puppenspieler? Da ist mein Puppenspieler. I'm here. So. Your thoughts must flow deeply indeed. Damn the ambassador. I told him there was a conspiracy. Again and again, I was ignored. Then the Duke's death, the riots, and now this. If the Leaden Key is targeting me, we need to warn the ambassador in first fires. Dieser verfluchte Botschafter, ich sagte ihm, dass es eine Verschwörung ist. Wieder und wieder wurde ich ignoriert. Dann kam der Tod des Dux, die Aufstände und nun das. Wenn der bleibende Schlüssel mich ins Visier genommen hat, müssen wir den Botschafter in Urfeuer warnen. Yes? Ja, wenn wir nach Urfeuer zurückkommen. Oh. Ein Gürtel der Macht. Ah. Ein Zauberbuch des bleiernen Schlüssels. Gute Streitaxt. I'd be glad to. Gut. Hat das was hier an Kind der fünf Sonnen? Nö. Hier nichts. Flüchtige Mörder. Hier auch nichts. Okay. Aber ja, Palegida, ein schicker Gürtel für dich. So. Oh, was steht hier? Auf dem feuchten Stein scheint sie, hat sich Moos angewurzelt. Auch gut. Ah ja, da ist die Ulmenküste, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Oh, Sumpfsporen.
Stand together! My mind feels sharp as steel. So Sporn und Feuersporn. Lavaru! The Arches Vox Sombrano! That didn't work! Need to try something else! So, der Schleim ist tot. Yes? Muss man so noch die Feuchtspore drin glauben. So. Eine Echse wuselt unter dem Felsbrocken hervor. Auch gut. Stelgier. I'm here. Braved out. Viele Stelgier. Okay. He lost your leave. Gefleckter älterer Stelgier, übernehmt den mal. Ready, Watcher. Need something? Yes. So. Hast der Gier getötet. I'd be glad to. Noch mehr Stelgier. Oh. So eine von der Sorte. Ach du meine Güte. Okay, das Ding ist immun gegen Übernahme. Das ist nicht gut. Da hat die trauernde Mutter doch was abgekriegt, muss ich sagen. Oh, hier ist auch noch ein Höheneingang. An den kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ah ja, wir haben wenigstens hier alles jetzt aufgedeckt. Auf dem feuchten Stein hat sich Moos angewurzelt. Mhm. Also ja, gerade hier Varias ist verdammt weit weg von dem Level ab. Varias ist eigentlich auch ehrlich gesagt einer der wenigen Charaktere, die ich nicht gerne mitnehme, weil er nicht wegen seinem Charakter, aber weil ich Druide irgendwie nicht so toll finde. Hier kommt mal rein und wird gleich von Sporlingen begrüßt. Ach, Lela Remen sind wir. Haben wir den unteren Eingang jetzt genommen? Quiet.
Oh, toll. Als ob ein einziger Troll in Ewigkeit verbundene Seele, als ob ein einziger Troll uns jetzt so viel Schaden zufügen könnte. Sporlinge sind da schon ein bisschen mehr. My mind. So, Falle wurde entschärft. Zauberverteidigungsbonus, ein bisschen mehr Zeug. They shall see nothing, while I see much. Ach, ne Mempevgra. Talisa hat etwas entdeckt. Ah ja, da oben. My thoughts will be as silent as my feet. Oh. Zauberschadensmanipulator. Plus 10 Zauberschaden. Das wäre was für sie. Zählt hoffentlich als Zauber, was sie so benutzt. Das war jetzt nicht so wirklich gewollt. In Ewigkeit verbundene Seelen. Diese Knochen sind schon teilweise zersetzt. Sie sind dick mit Schleim überzogen. Okay. Also ja, ich muss gucken, dass ich die trauernde Mutter irgendwie vom Kampf fernhalte. Okay, das kann jetzt hier aber nicht alles gewesen sein. In Lelaremen. Dann gehen wir nochmal hoch zum normalen Eingang und gehen da runter und gucken, wo uns das hinführt. Moment mal, habe ich jetzt gerade überhaupt die Schatzkammer geplündert? Oder hat mich der Troll abgelenkt? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Gucken wir lieber nochmal. Machen wir das im Schnellgang. Ja, doch, haben wir geplündert. Okay. Oh, das heißt, wir gehen wieder nach da oben. Aber nicht im Schleichenmodus, das dauert sonst zu lange. Feiggesichtet Sumpfschleim? Wo?
Rafe. Stand together! Rafe, thou Philot, believe. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen scheiß Spruch hasse? Save the...